Ja, und dann hallo und herzlich willkommen im Wald zum Zweiten. Wie ich schon im Vorgeplänkel angemerkt habe, ist es für unser Eins als Ökologen schwierig, wenn man uns erklären möchte, dass es Klimawandel doch schon immer gegeben hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr entweder damit leben könnt, dass ich jetzt nicht weit aushole, oder ihr die einführenden Worte im separaten Video, ich verlinke es euch unten zur Sicherheit, nochmal gesehen habt oder gehört habt. Und in dem Fall können wir jetzt direkt loslegen mit These Nummer 1. Und wir haben hier jetzt insgesamt 4 Thesen, und dann möchte ich noch ein kleines Fazit ziehen, das dann vielleicht eventuell weitere Thesen beinhaltet, das weiß ich noch nicht, die wir diskutieren wollen. 4 große Missverständnisse, die auch gebildete Leute, ohne jeden Zweifel gebildete Leute, wenn sie sich mit dem Klimawandel beschäftigen, schnell mal gerne im Kopf haben und die einfach falsch sind. Ja, so, aus wissenschaftlicher Sicht. Wenn eure Weltanschauung auf was anderem als Wissenschaft basiert, wenn Logik und rationales Handeln und rationale Überlegungen nicht so euer sind, ne? Wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, Wissenschaft ist scheiße, Gott kann es besser, zum Beispiel, dürft ihr sein, steht so im Grundgesetz, ne? Der Meinung, dürft ihr sein, dann wird das nichts für euch sein, dieses Video. Ne? So. Also, Klimawandel gab schon immer. Stimmt. Dazu wurde mir mitgeschickt, solche Grafiken gibt es zuhauf, das ist eine der häufigeren, die habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesehen. Diese schöne Grafik, die da beschreibt, die gucken wir uns nachher noch genauer an, in der blauen Linie die Erdtemperatur, die prognostizierte Erdtemperatur, soweit wir es wissen, über die Zeit. Hier ist 4,6 Milliarden Jahre vor heute Erdentstehung. Hier ist ungefähr heute. So, und da sehen wir, oh, die Temperatur hat sich im Lauf der Erdgeschichte massiv verändert. So, und dann haben wir hier noch diese lila Kurve, die hier oben so hoch geht, bei der großen Sauerstoffkatastrophe. Das war da gerade, so ungefähr. Und die sich auch massiv im Lauf der Weltentwicklung verändert. So, und diese Grafik, die ist insgesamt ziemlich scheiße, aber sie taugt für eine Sache. Nämlich, sie sagt uns, und das ist auch korrekt, es gab schon immer einen Klimawandel. Richtig! So, und jetzt gibt es 2 Optionen. Entweder haben wir es jetzt eilig und schließen daraus, dass wenn es schon immer einen Klimawandel gab, dann gibt es jetzt auch einen Klimawandel, und dann muss der Klimawandel jetzt automatisch, weil es gab schon immer einen, auch der sein, den es schon immer mal gab. So, an der Stelle seid ihr hoffentlich überzeugt, Klimawandel an Mensch gemacht, den gab es schon immer. Das kann gar nicht stimmen. So. Ich will mich ja nicht aufregen und ich will mich auch nicht über Leute lustig machen, die das glauben. Aber man müsste wirklich an diesem Punkt aufhören zu denken, wenn einen jetzt dieses Argument schon überzeugt. Weil nur weil es immer einen Klimawandel gibt, bedeutet das ja nicht, versucht ein bisschen logisch zu denken. Das bedeutet nicht zwingend, dass dadurch eine anthropogene, eine menschgemachte Verstärkung dieses Klimawandels ausgeschlossen ist. Es kann beides geben. Ein Beispiel aus der Populationsökologie, an der zweifelt komischerweise niemand, ne? Nur mal am Rande angemerkt. Also, das da ist ein Gletscherhahnenfuß. Der wohnt üblicherweise auf irgendeinem Berg, deswegen heißt er auch Gletscherhahnenfuß. Ne? Ist eine der am höchsten vorkommenden Pflanzen Europas. Weiß jetzt nicht, ob es der Rekordhalter ist oder nicht, aber kommt sehr weit oben am Berg, zum Beispiel in den Alpen, aber auch in Skandinavien übrigens, vor. Und da es in letzter Zeit wärmer geworden ist, ich hoffe, da sind wir uns einig, das ist eine Tatsache, das kann man messen. Man kann alte Leute fragen, ob es wärmer geworden ist, und die werden möglicherweise bestätigen, dass es wärmer geworden ist. Man kann den Rückgang der Gletscher angucken, oder man kann zum Beispiel die Wanderbewegung eines Gletscherhahnenfußes angucken, weil der braucht eine gewisse, grob gesagt, eine gewisse Jahresdurchschnittstemperatur, bei der er noch wachsen kann. Wenn es dann noch kälter wird, dann hat er einfach zu wenig Sommer im Jahr, weil eine kältere Jahresdurchschnittstemperatur in weniger Tagen
über einer gewissen Temperatur, nämlich die magische Grenze sind 5 Grad, damit überhaupt ein Wachstum von so einem Gletscherhahnenfuß stattfinden kann, gibt. Ja? Und wenn die Tage zunehmen, in denen er mit 5 Grad wachsen kann, dann geht es ihm besser mit 5 Grad oder mehr. Und das bedeutet, da diese Tage zunehmen, breitet sich gerade ein Gletscherhahnenfuß aus. Soweit ist das jetzt noch ein natürlicher Prozess. Ja, eine Pflanze, wenn ihre Lebensbedingungen sich verbessern, durch welchen Grund auch immer, dann wird sie sich innerhalb der Region, wo sie sich befindet, ausbreiten. Gut, ich glaube, soweit sind wir uns einig. Irgendwann, früher oder später, kann es sein, dass wenn der Berg, an dem unser Gletscherhahnenfuß sitzt, gar nicht mal so hoch ist, er auf dem Gipfel ankommt. Das ist jetzt immer noch ein natürlicher Prozess. Dass dieser natürliche Prozess der Ausweitung des Areals, des sich Fortpflanzens und die Samen fallen immer ein Stückchen, sage ich jetzt mal vorsichtig, oberhalb von unserem Gletscherhahnenfuß zu Boden und damit wächst er nach oben. Er baut unterirdische Ausläufer und kann sich damit auch noch ein Stückchen weiter fortbewegen. Ja, aber bei diesem natürlichen Prozess, der schon immer so gewesen ist, schließt das ja nicht aus. Das ist ja kein logischer Schluss, dass nur weil das immer so gewesen ist und weil das ein natürlicher Prozess ist, heißt das ja nicht, dass niemand kommen kann, einen Gletscherhahnenfuß ausbuddeln und auf den Gipfel von Berg setzen. Dann ist er da schon da. Möglicherweise wächst er da an und beginnt sich bergrunter auch auszubreiten, weil da einfach noch kein Gletscherhahnenfuß ist. Und irgendwann wächst die Population zusammen, die von unten kommen auf natürlichem Wege, die oben schon sind, die jetzt wieder natürlich wachsen, obwohl es einen anthropogenen, also einen menschgemachten Einfluss gegeben hat. Und dann wachsen sie zusammen und dann haben wir als Resultat, dass der Gletscherhahnenfuß auf diesem Berg überall vorkommt, den natürlichen Einfluss plus einen anthropogenen Einfluss, die beide zusammen wirksam sind. Ja? Worauf ich hinaus möchte ist, es gibt keinen logisch erklärbaren Grund, weshalb das Vorhandensein einer natürlichen Entwicklung ausschließt, dass es einen menschlichen Einfluss auf diese natürliche Entwicklung geben kann. Das ist schon alles, worauf ich hinaus möchte. Nur weil immer Klimawandel war, bedeutet es nicht, dass wir den nicht beeinflussen können. Ja, es ist doch wirklich im Grunde nicht wunderlich schwierig zu verstehen. Natürliche Einflussfaktoren aufs Klima, ich nenne mal ein paar. Das sind noch nicht alle. Na? Ich nenne mal ein paar. Abstand zur Sonne. Sonnentemperatur, also planetarer Abstand zur Sonne. Winkel zur Sonne. Ja, es spielt eine Rolle, ob du so zur Sonne stehst oder so oder so. Und je nachdem, welcher Teil der Erde dann am intensivsten beschienen wird, wenn zum Beispiel die Erdachse so ist, ja, und die Erde ist so eine Halbkugel und die Sonne steht hier, dann knallt die auf der Südhalbkugel bei schätzungsweise 20 Grad südlicher Breite im rechten Winkel auf die Erdkugel und da gibt es ein physikalisches Gesetz und das ist ein Gesetz. Und an Gesetzen wollen wir bitte nicht zweifeln, weil die kann man nicht widerlegen, deswegen sind es Gesetze. Die besagt, wenn die Sonne senkrecht ankommt im 90 Grad Winkel, hat sie die höchste Einstrahlungsintensität und deswegen wäre es dann da am heißesten. Das wäre zum Beispiel ein Einflussfaktor. Dann könnte man, wenn man das überprüfen möchte, ob dieses Gesetz tatsächlich gilt, ja vermuten, dass es theoretisch hier am heißesten auf dem Planeten ist. Aber, jetzt kommt's, es ist wirklich erstaunlich, aber das muss nicht zwingend so sein. Es kann nämlich sein, dass andere planetare Einflussfaktoren, wie die Rotation der Wolken um die Erde, das tun sie nämlich. Auch das hat man vielleicht schon mal gesehen. Und die dreht sich übrigens. Auch das werden mir jetzt nicht alle glauben, ich weiß. Das kann sein, dass andere Faktoren unter bestimmten Bedingungen einen größeren Einfluss haben als andere Faktoren. Aber okay, ich wollte ja aufzählen, was gibt es noch für Einflussfaktoren für natürlichen Klimawandel. Abstand zur Sonne, Vulkanausbrüche. Wenn es zum Beispiel viele Vulkanausbrüche gibt, dann verdunkelt das durch den vielen Ruß und durch die viele Asche, die in den Himmel gepustet wird, erstmal den Himmel und das hat tatsächlich zur Folge, dass es erstmal kühler wird. Langfristig betrachtet kann nach einem intensiven Vulkanausbruch, bei dem auch CO2 unter anderem abgegeben wird, das dann in der Periode nach der Verdunkelung, nachdem sich der ganze Rauch und die Asche gelegt haben, kann das theoretisch auch zu einem gewissen Anstieg der Temperatur dann wieder führen durch zusätzliches CO2, denn das macht das ja. CO2 in der Atmosphäre führt zu Anstieg der Atmosphärentemperatur.
Temperatur. Ja? Also das wäre auch noch ein möglicher natürlicher Effekt, der damit in Zusammenhang stehen kann. Kann man übrigens messen, wie viel so ein Vulkan so abgibt an CO2? Ja, kann man. Und wie macht man das? Naja, man hat eine laufende Zeitreihenanalyse, man misst ständig CO2, dann ist der Vulkanausbruch und danach misst man CO2 und dann weiß man, was kurzfristig exakt im Zeitpunkt des Vulkanausbruchs oder während der Tage, die der ausgebrochen ist, dazugekommen ist, und dann weiß man, wie viel CO2 da dazugekommen ist. Das ist so simpel, das könnte auch die Sendung mit der Maus erklären. Manchmal, es muss nicht immer kompliziert sein. Klimatologie ist insgesamt kompliziert, aber manche Kleinigkeiten sind auch ganz einfach zu verstehen. So, ich hoffe mich mal kurz raus, weil hier wird es langsam duster. Das waren jetzt so ein paar natürliche Einflussfaktoren. Kurzer Schnitt, weil ich muss raus. Tut mir leid, wenn ich mich da jetzt schon wieder lustig mache, aber manchmal wird das wirklich in einem derartig blöden Kontext vorgetragen. Es gibt auch Leute, die sich da ernsthaft und ruhig und freundlich und sonst wie Gedanken zu machen, aber allein aus der Tatsache, dass es sich immer gewandelt hat, heißt nicht, dass wir es nicht beeinflussen können. Weil wir haben auch noch nie so einen massiven Einfluss, so eine Zivilisation, so eine Bevölkerungsstärke erreicht, wie wir es seit der Industrialisierung haben. Wenn ein Faktor, der noch nie da gewesen ist bis dahin, auch noch nie einen Einfluss gehabt hat, bedeutet es nicht, dass wenn er dann mal da ist, er dann zwingenderweise auch keinen Einfluss haben muss. So, genug in diese Richtung. Also das ist einfach ein Trugschluss. Wollt ihr gerne davon überzeugen, dass der Klimawandel, der menschgemachte, nicht existiert, dann benutzt nicht dieses Argument, weil das ist nicht logisch. Ja, das ist nicht kausal, das ist gar nichts. Das macht in keinster, da muss man nicht mal Klimatologe für sein, um das zu widerlegen. Da muss man einfach Mensch für sein. Gut. Zweitens. Die Grafik. Diese Grafik, ich blende sie euch auch ein, dann könnt ihr sie besser sehen. Das Licht ist eh nicht mehr das Beste. Aber ich blende sie euch ein, dann quatsche ich hier jetzt drüber. Ja, diese Grafik wird von manchen Klimawissenschaftsleugnern verwendet, um eben auf zwei Sachen hinzuweisen. Erstens, es gab im Laufe der Geschichte schon viel höhere CO2-Konzentrationen. Dafür gucken wir uns bitte die lila Linie an. Und dann werden wir feststellen, also ganz rechts ist heute, die ist da ziemlich, ziemlich weit unten. Und wenn wir da mal zum Beispiel ins Präkambrium, das ist der Bereich ganz, ganz links, gehen, da haben wir irgendwo einen Bereich, der quasi oben an die Skala, wenn es eine Skala gäbe, ansteht und super, super extrem hoher Wert. Ja? Also kann ja gar nicht sein, dass jetzt der CO2-Wert, so wie wir ihn jetzt haben, so super hoch ist. So, und dafür... Und jetzt können wir uns eine letzte Grafik angucken, da finden wir immer mal wieder CO2-Werte, die viel höher sind als das, was wir heute haben. Und wenn wir die blaue Linie angucken mit der prognostizierten bzw. rekonstruierten, so rum muss man sagen, Erdtemperatur, dann sehen wir, oh Gott, es gab die ganze Zeit, ja, fast die gesamte Zeit, die die Erde bestanden hat, war es offensichtlich viel heißer als heute. Und wenn es jetzt bei uns ein bisschen wärmer wird, so ein Grad... 2 und selbst 3, das ist noch lächerlich, das ist ja immer noch viel weiter unter den Temperaturen, die es mal gegeben hat. Ja, und auch hier jetzt wieder, wenn ich soweit argumentiere, da gibt es Leute, die mir an dieser Stelle zustimmen und jetzt gehe ich nach Hause, packe ein und da gibt es jetzt Leute, die an dieser Stelle überzeugt sind, dass es damit gar nicht sein kann, dass der Klimawandel ein Problem ist. So, ne? So schlimm kann es ja gar nicht werden. Hat es ja schon ein paar Mal gegeben. Und jetzt gucken wir uns die Grafik bitte mal genauer an. Man beachte den linken Kasten, Präkambrian. Also das meint, auf Deutsch wäre das das Präkambium, das fasst quasi das Zeitalter vor dem höheren Leben zusammen. Wir können, wenn wir wollen, hinsichtlich der Lebensentwicklung die Erde in zwei wesentliche Zeitalter unterteilen. Einmal Präkambrial und Postkambrial. Das Kambrium ist das Erdzeitalter Paläozoikum, ja, mit Paläozoikum, die Paläotiere, die längst ausgestorbenen, primitiven, sehr, sehr alten
paläontologischen Tiere, wenn man so möchte. Paläontologisch habt ihr bestimmt schon mal gehört und bringt es in Verbindung mit ganz altem Zeug, ne? Deswegen das Paläozoikum, weil die gibt es quasi alle nicht mehr aus der Zeit. Soweit ich weiß, vielleicht die Schildkröte noch oder irgendjemand in dieser Kategorie. Ja? Bin ich jetzt nicht 100% auf dem Laufenden, aber die allermeisten sind weg. Oder irgendwelche Verwandten von denen sind vielleicht noch übrig, aber ja. So, interessant ist jetzt, dieser linke Kasten, das Präkambrium, das geht von 4,6 Milliarden Jahre vor heute bis 570 Millionen Jahre vor heute. Das hat man auf 5 Zentimetern oder was zusammengefasst. Ne? Gut. So, jetzt haben wir den nächsten Kasten. Der ist vielleicht ein Drittel oder ein Viertel so breit wie das Präkambrium und geht von 570 bis 510 Millionen. Also hat man hier auf einem Fünftel, sagen wir mal ein Fünftel der Fläche, 60 Millionen Jahre abgebildet und hat nebendran auf der fünffachen Fläche 4 Milliarden Jahre abgebildet. So, Grundkurs zu, wie fälscht man eine Statistik, beziehungsweise wie beeinflusst man eine Statistik? Regel Nummer 1. Nimm in der gleichen Grafik 7000 verschiedene Skalenwerte und damit kannst du ganz wunderbar Folgendes tun. Dafür müssen wir zurück zur Real-Life-Kamera. So. Und was wir hier jetzt sehen, ist eine vorsichtige Zeichnung von der Menge an Big Macs, die ich in einem Zeitraum von 10 Tagen gegessen habe. Fiktiv, ne? Habe ich nicht wirklich. Ich habe an Tag 1 keinen Big Mac gegessen. An Tag 2 habe ich einen gegessen. An Tag 3 habe ich und so weiter. Und dann an Tag 5 habe ich dann 10 Big Mac gegessen. Und an Tag 10 habe ich wieder damit aufgehört. Das kann man so darstellen. Da sieht das so aus, als sei 10 total krass viel und generell wäre das hier total toll verteilt und wir haben hier eine Normalverteilung der Menge an Big Macs, die ich gegessen habe. Kann man so darstellen. Die Zahlen, gehen wir mal davon aus, die stimmen, ich habe wirklich so viele Big Macs gegessen. Ja? So. Alternativ können wir das auch folgendermaßen darstellen. Tada! Das wäre die alternative Form der Darstellung. Die Zahlen stimmen immer noch. Ganz oben in dieser Grafik wäre 100 und ganz rechts sind 100 Tage. Ich habe über 10 Tage in der Mitte am fünften Tag mal 10 Big Macs gegessen und das gibt insgesamt jetzt so ein winziges Häufchen. Sieht das jetzt noch beeindruckend aus? Habe ich also wenig Big Macs gegessen? Ich würde schon sagen, ne? Das ist ja ein winziges Häufchen. Da habe ich ja nicht viele Big Macs gegessen und schon gar nicht über viel Zeit. Also man kann, indem man die Skala verändert, fast jeden Graph nach allem aussehen lassen. Noch ein anderes lustiges Beispiel, ich male das mal hier rein, um Papier zu sparen. Hier hätten wir jetzt diese Steigung hier. Ja? Das ist eine Zunahme von 100 in 100 Tagen. Sieht relativ steil aus. Aber, ja, wenn wir jetzt das Ganze anders darstellen. Das da ist auch eine Zunahme von 100 in 100 Tagen. Nur geht die Skala bis 1000 Tage. Ne? Und eine Zunahme von 100 in 100 Tagen würde, wenn die Skala bis 4 Milliarden geht, das kann man gar nicht mehr darstellen. So eine steile Steigung ist das. So, und jetzt kommen wir zurück zu unserer großartigen Grafik. By the way, die Grafik ist auch allein schon deswegen scheiße, weil die CO2-Kurve noch nicht mal Angaben hat. Da fehlt die Skala. Ja, und an dieser Stelle regt sich der dunkle Ben im Video ein wenig über diese Grafik auf, weil sie eben entsprechend keine Skala hat an der Seite. Tatsächlich verstehe ich nicht, warum man sich dafür entschieden hat, das so darzustellen, dass man nicht einfach kurz mal an der Y-Achse eine Skala anbringt von, zumindest für die CO2-Konzentration,
vielleicht auch noch eine zweite Skala für die Temperaturkonzentration, aber irgendeine andere Form der Darstellung wählt, als die, die man hier tatsächlich gewählt hat, weil man hätte an der Y-Skala relativ problemlos anbringen können zwischen, ich weiß nicht, wo oben das Maximum ist. Das ist allein schon ein großer Fehler, weil man gar nicht weiß, wo ist das Maximum? Wie hoch soll dieser Wert im Präkambrium sein? Ne? Aber nehmen wir mal an, da wäre 3000 ppm Parts per Million CO2 und bei da, wo kurz vor heute ist, sage ich jetzt mal, sind wir bei 200 Parts per Million CO2. So, und warum hat man das nicht dran schreiben können? Das verstehe ich wirklich nicht und darüber rege ich mich jetzt hier im Live beziehungsweise im Wald aufgenommen ziemlich auf. Ich wollte das jetzt ein bisschen entschärfen, aber es ist tatsächlich eine aus meiner Sicht wirklich sehr schlechte Form der Darstellung. Ja, und um noch ein wenig mehr der Selbstzensur einfließen zu lassen, rege ich mich jetzt ein bisschen darüber auf, dass es in jedem Beruf quasi Leute gibt, die diesen Beruf zwar ausüben, da aber nicht unbedingt gut drin sind. Ich wähle in der Live-Version ein wenig drastischere Worte. Was ich damit ausdrücken möchte, nur weil jemand was Klimatologisches veröffentlicht hat, übrigens selbst wenn er das in Science veröffentlicht hat, dann heißt das noch lange nicht, dass das deswegen auch unbedingt gut sein muss. Und es gibt eben auch Leute, die Wissenschaftler sind und die wissenschaftlichen Krempel veröffentlichen, der trotzdem nicht gut ist und auch nicht den Ansprüchen guter wissenschaftlicher Praxis genügt. Es kommt hin und wieder mal vor, dass jemand tatsächlich eben einen Job ergattert, obwohl er darin nicht gut ist. Ja, das wird bestimmt jeder schon mal im eigenen Leben erlebt haben. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns zumindest mal einen Kollegen hatte, bei dem er sich wirklich gefragt hat, was zum Geier macht der eigentlich hier? Oder zumindest jemanden kennt, der so einen Kollegen hat und so weiter. Und das kommt auch in der Wissenschaft vor. Und darum kann es halt auch natürlich mal passieren. Das ist aber andererseits auch gut und wichtig, dass auch mal jemand, der, ich sag mal, anders denkt und verquer denkt und oft eben ganz, ganz oft auch falsch denkt, dass der auch existiert. Einfach damit man selbst überprüfen kann, ob man selber denn noch vernünftig denkt, vorsichtig ausgedrückt. Ja. Aber gut, der Live-Ben formuliert das etwas anders. Trotzdem, ich bin mit dieser Grafik wirklich nicht sehr zufrieden. Und wer jetzt übrigens die Quellenangabe gelesen hat, das Ding ist tatsächlich aus Science, sieht zumindest so aus, sieht nicht nur so aus, sondern ist wirklich so. Und jetzt kann man sich fragen, ja Moment mal, das ist aus Science, ist das nicht ein Papier, wo nur die beste Wissenschaft überhaupt abgedruckt wird? Nö, das ist ein häufiges Missverständnis. Es wird auch extrem kontroverses Zeug abgedruckt. Und das ist hier der Fall. Ja, das ist deswegen in Science drin, damit sich alle Leute drüber aufregen können. Und CO2 hat überhaupt keine Skala. Es stehen lediglich an zwei Punkten, nämlich einmal im Triassic 210 ppm. Ppm sind Parts per Million. Im Ordovizium stehen auch noch 2240 ppm. Und dann steht zuletzt noch mal im Cratatius, das weiß ich gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, spontan, 340 ppm. Und das war's. Und alles andere, wo es jetzt nicht gerade angeschrieben steht, da wissen wir nicht, wie hoch der entsprechende Wert ist. Also wir wissen auch nicht, wie hoch er heute angeblich sein soll. So, aber jetzt nochmal mit diesen Skalen. Zurück zu dieser Skalenebene. Ne? Der Anstieg, den wir im Präkambrium haben, ja, wo es dann von, wo überhaupt die CO2-Kurve anfängt und dann hochgeht bis unter die Decke und dann wieder runter bis zu dem Punkt, wo sie angefangen hat. Dieser Anstieg findet statt, diese Kurve, in schätzungsweise 600 Millionen Jahren, 700 Millionen Jahren, sowas um den Dreh, würde ich grob schätzen. Das ist aus der Skala nicht ganz ersichtlich, aber ungefähr über diesen Zeitraum hat dieser Anstieg stattgefunden. Jetzt gehen wir doch spaßeshalber mal nach heute, ins Jahr 0. Da haben wir einen winzigen Anstieg vorm Jahr 0. Und der gesamte Block Holozän, Quaternari, das wäre in Deutsch das Quartär, und davon das Holozän, das heißt hier Holozäne, Efe, ja, wie auch immer, beträgt, der letzte Kasten, der beträgt von der Skala her bloß noch 10.000 Jahre. So, jetzt hat aber die Industrialisierung eben diesen Temperaturanstieg verursacht, ne, im Klimawandel. Das heißt, es wurde seit grob 1800 und ein paar zerquetschte, wurde es massiv wärmer. Also angefangen haben, Kohle rauszuballern wie blöd. Kann man
in einer Skala, wo man 10.000 Jahre auf einem Zentimeter Papier darstellt, einen massiven Anstieg der CO2-Konzentration in den letzten 200 Jahren überhaupt darstellen mit einem handelsüblichen Drucker auf einem handelsüblichen Papier? Nee, geht nicht. Das geht nicht. Das können wir da gar nicht einzeichnen. Und dadurch entsteht hier jetzt, die Zahlen hier sind richtig. Ja? Also ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen richtig sind. Ich habe es jetzt nicht definitiv überprüft. Aber dadurch entsteht durch Manipulierung der Skala einer solchen Grafik der Eindruck, den man halt eben entsprechend machen möchte. Würde man sich einen Graph angucken, der 1820 beginnt und bis heute geht, da geht die CO2-Konzentration durch die Decke. Das hat man bestimmt schon öfter mal gesehen. Kriegt man immer mal wieder in verschiedenen Medien und findet das selbstverständlich auch im Internet jederzeit überall eingeblendet. Vielleicht blende ich euch mal einen ein, wenn ich Lust habe. Und ja, das ist natürlich, das ist auch irgendwo eine Beeinflussung der Statistik. Aber immerhin sind in diesen Graphen keine Jahre gestaucht. Ja? Da geht's los im gleichen Maßstab von 1820 meinetwegen bis heute. Und schlimmstenfalls brauchst du dafür dann halt zwei Blatt Papier, um das korrekt darzustellen. Aber da ist dann auch keine Beeinflussung drin, einfach durchs Stauchen der Skala. Weil je mehr ich die Skala stauche, desto fetter wird der Anstieg. Und je weiter ich die auseinanderziehe, und das haben wir ja im Bereich von heute bis vor 10.000 Jahren massiv. Also das ist da ist am meisten Zeit auf, mit Abstand am meisten Fläche. Ja? Also so intensiv ist das sonst nirgends. Überall sonst geht es um Millionen von Jahren und jetzt geht es plötzlich um 10.000. Also auf einen Zentimeter daneben, da sind das noch von vor 1.640.000 Jahre auf einem Zentimeter bis eben vor 10.000 Jahren. Das heißt, jeder Millimeter da sind 164.000 Jahre. Jeder Millimeter im Holozän sind 1000 Jahre. Das ist ein kleiner Unterschied. Man kann also mit dieser Grafik, abgesehen davon, dass sie taugt, um nachzuweisen, dass es schon immer eine Fluktuation in der CO2-Konzentration und in der Temperatur gegeben hat, kann man damit sonst nichts anfangen. Das ist piep, piep, piep. Piep, piep, piep. An dieser Stelle bitte meine Meinung zu diesem Papier einfügen. Herzlichen Dank. Ja, der zornige Mann ist aus dem Bild verschwunden. Und dann können wir uns ja mal kurz ein Beispiel anschauen für eine entsprechende Kurve, die gut dargestellt ist. Elemente, die eben bei dem anderen Ding fehlen bzw. verfälscht sind, es gibt keine Skala, die angibt, was die Höhe der jeweiligen bunten Linien überhaupt bedeutet. Die finden wir hier sogar doppelt, nämlich einmal im rechten Bereich und im linken Bereich. Links die Temperatur im Vergleich zu dem Durchschnittswert gegenüber 1961 bis 1990. Und das bedeutet, wir haben die Linie mit 0, also keine Abweichung zu 1961 bis 1990, lustigerweise relativ oben im Bereich von 2/3 der Skala. Und der Höchstwert der Skala mit 0,4 Grad Abweichung ist tatsächlich da, wo auch die Messdaten aufhören. Ne, das ist zwar jetzt in diesem Fall schon so, dass das irgendwie so wirkt, als wollte man damit darstellen, dass der Wert aktuell mit 0,4 und ein paar zerquetschten oder unter 0,4, ein kleines bisschen drunter, dass der enorm hoch ist. Ja, das sieht in dieser Darstellung schon so aus, als sei das der höchste Wert seit 0. Das ist ja auch so, ja, davon abgesehen. Aber trotzdem ist die Darstellung in sich logisch, weil die Skala geht bis 0,4, die Messwerte gehen bis 0,4. Und das kann man niemandem vorwerfen, dass er seine Skala da enden lässt, wo seine Messwerte enden. Ja. Das ist also so gesehen schon mal gut gemacht. Und wir haben eben auch keine Stauchung auf der X-Achse. Das heißt, jeder Zentimeter auf der Skala zeigt die gleiche Zeit an. Rechts ist ein Zentimeter genauso viel Zeit wie ganz links. Und das ist eben bei unserer vorhergehenden Grafik, die ich so schlecht finde, nicht der Fall. Ja? Und was hier jetzt genau abgebildet ist, nur der Vollständigkeit halber, die verschiedenen bunten Linien, das sind alles Versuche der Klimatologie, Temperatur der Vergangenheit zu rekonstruieren. Verschiedene Ansätze, verschiedene Modelle. Drum die vielen verschiedenen bunten Daten und insgesamt kommt
nimmt er dann halt das bei raus und die schwarze Linie, die erst ab relativ weit rechts im Bild überhaupt beginnt, das sind dann die tatsächlichen Messwerte, weil das der Beginn der Klimaaufzeichnung ist. Ja. Aber ich will auch gar nicht sagen, dass uns jetzt diese Grafik irgendwas Besonderes zeigen soll. Die soll uns nur zeigen, wie sieht eine gute, wissenschaftlich korrekte Grafik aus. Darum geht's. Ja, und damit endet dieser Teil an dieser Stelle. Es geht dann in Kürze, wenn es nicht sowieso parallel hochgeladen ist, auch mit dem nächsten Teil weiter, wo wir uns dann damit beschäftigen, ob nicht eventuell ausgeatmetes CO2 aus dem Ozean für einen erhöhten CO2-Konzentration verantwortlich ist und es deshalb aus dem Ozean ausgast, weil der wärmer geworden ist. Das zugegebenerweise, das ist nicht ganz blöd, diese Entschuldigung, da kann man schon drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht einen Einfluss haben könnte, das kann man aber messen. Das ist der springende Punkt dabei. Und dann wollen wir uns noch kurz unterhalten über das generelle Phänomen von Kausalität und Korrelation, beziehungsweise Korrelation und Kausalität. Das ist nicht beides dasselbe und muss nicht zusammenhängen, kann aber sehr wohl. Und ja, die zwei Sachen habe ich noch und dann gucke ich mal, was mir da noch einfällt.